Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinen Rezepte. Heute zeige ich euch mein Rezept für Puttenoberkeule mit Kartoffeln im Ofen. Ich habe hier 4 Puttenoberkeule, die habe ich schon gewaschen und ca. 20 Minuten in Salzwasser gekocht. Ich habe dann ca. 1 Esslöffel Sojasauce mit hineingegeben, damit dieser Eigengeruch von Putte rausgeht. Meine Kinder mögen das nicht, und wenn ihr dann 1 Esslöffel Sojasauce mit hineingibt, dann ist dieser Geruch und der Geschmack nicht mehr da. Ich habe hier so ca. 500 bis 700 Gramm Kartoffeln geschält, klein geschnitten, also in Scheiben geschnitten. Dann habe ich hier 2 Esslöffel Paprikapulver, roter Paprikapulver, und Salz habe ich noch mit hineingegeben und werde dann Öl hineingeben und vermischen. Ich mache das jetzt mit den Händen, weil ich die Puttenoberkeule auch mit den Händen beschmieren muss. So, beschmier dann die Keulen von allen Seiten schön und gebe den Rest dann einfach in meine Kartoffeln hinein. So, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich mache das jetzt mit den Händen. Mache ich ja sonst auch immer. So, gebe dann die Kartoffeln einfach noch dazu. Gebe dann noch ein bisschen Erbsen mit hinein. Das sind Erbsen aus der Tiefkühltruhe. Und schneide dann so eine Karotte noch mit hinein. Ihr könnt natürlich auch mehr nehmen. Und werde das dann jetzt in den Ofen schieben für ca. 30 Minuten. Nach ca. einer halben Stunde sieht das dann so aus. Ihr könnt das einfach so noch weitere 15 Minuten im Ofen garen und so essen. Oder ihr gebt dann die Brühe noch dazu, was ich jetzt machen werde. Also die Brühe ist ja noch heiß, werde ich einfach darüber geben, eine halbe Stunde in den Ofen geben. Ihr könnt natürlich auch mit der Brühe euren Reis kochen. So, nach circa eine weitere halbe Stunde sieht das dann so aus. Dazu habe ich dann Reis gemacht. So, das wäre dann mein Serviervorschlag. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zugucken und wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und sage tschüss, bis zum nächsten Video.